Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Wir haben ein paar Gerüchte zum iPhone 12, vor allem in Sachen Display hat sich einiges getan. Insbesondere in Sachen 120 Hz ProMotion Display gibt es jetzt News, die auch bestätigt wurden. iPhones bekommen eine neue 4K 120 FPS Kamera. Übrigens werden die neuen iPhone 12 mittlerweile ohne Kopfhörer, aber jetzt sogar ohne Ladestecker ausgeliefert. What? Außerdem soll es ein neues, günstigeres iPhone 12 für ungefähr $549 geben. Das und noch mehr News gibt es in dieser Folge gleich nach diesem kurzen Spot. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die weiteren Folgen nicht verpasst. Aber erstmal los geht's. Viele von euch kennen sicher das Problem. Man bekommt irgendein Dokument und soll es auch noch ausfüllen und vielleicht danach zurückschicken. Gerade wenn der Ersteller dieses Dokuments nicht gerade ein Profi war, muss man das mühsam ausdrucken und handschriftlich ausfüllen. Mit Wondershare PDF Element habt ihr nun einen richtigen Alleskönner, der euch bei solchen Aufgaben hilft. Ihr wollt ein PDF erstellen? Kein Problem, es ist super einfach, ein eigenes Formular zu erstellen oder aus einem PDF ein Formular zu generieren. Auch könnt ihr den Text bearbeiten oder eigenen Text sowie Bilder auch hinzufügen in dieses Dokument. Selbstverständlich könnt ihr jede PDF mit einer Unterschrift signieren. Ihr könnt es auch als Word oder PowerPoint exportieren und da weiter bearbeiten oder selbst in ein Bild umwandeln. Auch könnt ihr mehrere Dokumente in ein gemeinsames PDF zusammenführen und noch die Reihenfolge der Seiten einstellen. PDF-Element gibt es sowohl für Mac als auch für Windows. Ihr könnt es natürlich auf dem iPad oder auch auf jedem Gerät nutzen. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Schauen wir zunächst auch mal auf das, was wir tatsächlich bereits wissen. iOS 14 wurde vorgestellt und es ist so ziemlich die größte Veränderung, die es in den letzten Jahren gab. Schon seit Ewigkeiten haben wir nicht solche neuen Features bekommen bei einer neuen Softwareversion wie in diesem Fall. Das Internet ist auch voll mit solchen Videos zu versteckten Funktionen und auch ich habe mich da ein bisschen genauer reingetraut. Interessanterweise gibt es auch tatsächlich ein einziges Bild auf Twitter, das eine Funktion zeigt, die wir bisher noch nie gesehen haben. Hier behauptet Isaac, ein komplett unbekannter Account übrigens mit 264 Followern auf Twitter, dass auf seiner iOS 14 Beta unter den Einstellungen etwas zu finden sein soll, was bei sonst noch niemandem irgendwie aufgetaucht ist. Er hat es auch tatsächlich anderen Leuten geschickt und gefragt, ob es bei ihm auch so ist, aber es konnte niemand anders sonst auch irgendwie bestätigen. Und zwar gibt es auf dem iPhone 11 Pro Max unter dem Punkt Bedienungshilfen eine Unterfunktion, die die Framerate des Displays bei iOS 14 auf 60 Hz limitiert. Das müsste also heißen, dass auf jeden Fall das Display mit iOS 14 mehr als nur 60 Hz beherrschen kann. Man geht ja davon aus, dass das neue iPhone 12 Pro auf jeden Fall die 120 Hz ProMotion Displays bekommen soll. Und auch Ice Universe hat das tatsächlich durchsickern lassen, dass laut seinen Quellen definitiv mit den schneller auflösenden Displays zu rechnen ist. Ich persönlich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, dass in iOS 14 so eine Funktion dabei sein soll, dass man quasi selber einstellen kann, dass man auf die 120 Hz verzichtet, um eben eine längere Akkulaufzeit zu bekommen. Bekanntlich ist eine höhere Framerate in dem Display tatsächlich ein riesengroßer Akkufresser und da glaube ich einfach, dass es Situationen gibt, wo man darauf verzichten kann. Allerdings macht es mich total stutzig, dass es wirklich nur dieses eine einzige Bild gibt. Ich meine, es kann tatsächlich sein, dass es ein wahnsinnig guter Photoshop ist, aber wir werden sehen, es gibt ab Juli eine öffentliche Beta von iOS 14 und es gibt noch weitere Versionen, die kommen sollen. Da bin ich echt mal drauf gespannt. Weiter gibt es aber tolle Neuigkeiten in Sachen Verfügbarkeit des iPhone 12. Wir haben in der Vergangenheit darüber berichtet, dass Corona beispielsweise dazu geführt hat, dass unter anderem die Qualitätssicherung oder einfach Mitarbeiter von Apple nicht nach China fliegen konnten, um weitere Tests durchzuführen, was dann auch letztendlich zu Lieferschwierigkeiten oder zu Produktionsstopp geführt hat. Man konnte also tatsächlich bisher nur davon ausgehen, dass iPhones im September vorgestellt werden sollen, aber dass man tatsächlich damit rechnen muss, dass man sie frühestens im Oktober oder sogar erst im November in die Hände bekommt. Doch jetzt gibt es durch die Analysten bei Wedbush Neuigkeiten diesbezüglich. Es sieht ganz danach aus, dass Apple extreme Fortschritte gemacht hat und Stand heute, also Ende Juni, Anfang Juli, können wir tatsächlich davon ausgehen, dass sie so viel aufgeholt haben, dass wir
um den 20. September mit der Apple Keynote rechnen können und 10 Tage später mit einer Auslieferung rechnen können. Ich glaube trotzdem nach wie vor daran, dass man sie am ersten Tag wirklich bestellen muss, damit man sie frühzeitig bekommt. Sonst kann sich das bei einem tollen Smartphone sowieso bis ins Weihnachtsgeschäft reinziehen. Außerdem schauen wir jetzt dieses Mal in Europa tatsächlich etwas in die Röhre, denn einigen Gerüchten zufolge soll Apple dieses Mal eine eigene US-Version des iPhones rausbringen. Diese soll deutlich schneller sein und mit schneller meine ich tatsächlich die Internetverbindung. Das liegt vor allem an dem 5G-Ausbau, der in den USA, insbesondere in Ballungsgebieten und großen Städten, deutlich vorangeschritten ist im Vergleich zu Deutschland. Ming-Chi Kuo, der in der Vergangenheit bereits viel über die iPhones ausgeplaudert hat, meint nämlich, dass es in den USA eine schnellere 5G-Technik geben wird und das soll Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit auf dem Smartphone dann auch verfügbar machen, während wir eben in Deutschland in Sachen 5G einfach noch in die Zukunft gucken müssen, weil wir es tatsächlich immer noch nicht geschafft haben, ordentliches 4G zu bekommen. Deshalb bin ich aber auch gar nicht allzu sehr traurig, wenn es tatsächlich eine Version ohne 5G in Europa geben wird. Dann werde ich mir, werde ich auf jeden Fall ein iPhone kaufen, das nicht 5G beherrscht, wenn es dadurch günstiger ist. Weiter gibt es noch Veränderungen in Sachen Verpackung bzw. beim Zubehör. Ich habe euch schon in den vergangenen Videos davon erzählt, dass tatsächlich, dass wir davon ausgehen können, dass in den iPhone-Verpackungen keine Kopfhörer mehr mitgeliefert werden und es wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir entweder noch dieses Jahr oder tatsächlich zu Beginn des nächsten Jahres mit ein paar günstigen AirPods oder einer Art AirPod 3 oder AirPods Lite rechnen können. Aber jetzt gibt es tatsächlich Gerüchte darüber, dass die iPhone-Verpackung nicht mal mehr einen Ladestecker haben wird. Ich meine, wollt ihr mich verarschen? 1000 Euro für ein iPhone 12 und ich bekomme nicht mal ein Ladekabel oder ein Ladegerät mit? What? Auf Twitter kursiert nämlich dieses Bild rum. Darin ist ein unlackierter Ladestecker zu sehen, der mit 20 Watt Power liefern soll. Ich muss zugeben, auch dieser unlackierte Ladestecker sieht echt cool aus und das hätte ich tatsächlich gerne. Aber wir dürfen nicht darüber hinwegsehen, dass bei Apple auf der Homepage so ein Ladestecker immer sehr, sehr viel Geld kostet. Wenn wir diesen alten 5 Watt Ladestecker mal betrachten, dann kostet der, glaube ich, 25 Euro. Und wenn wir dann auch noch irgendwie Schnellladen haben wollen, das aktuelle iPhone 11 Pro hat, glaube ich, 18 Watt und bei Apple auf der Homepage gibt es, glaube ich, 30 Watt als Schnellladen, was auch gut ist. Aber da reden wir von 55 Euro nur für das Ladekabel oder nur für den Ladestecker. Und ich stelle mir dabei die Frage, selbst wenn ich ein iPhone 12 kaufe, das deutlich günstiger ist, weil kein Ladestecker dabei ist, was passiert denn mit meiner Garantie, wenn beispielsweise der Akku schneller kaputt geht und Apple mir unterstellt, ich habe es tatsächlich mit dem falschen Ladestecker geladen? Jedenfalls sieht das für mich tatsächlich wie ein richtig typischer Apple-Move aus. Und wenn wir uns zurückerinnern, war Apple auch die erste Firma, die den 3,5 Klinkenanschluss entfernt hat. Ich meine, okay, es gibt auch Gerüchte darüber, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mit einem iPhone 13 rechnen können, das tatsächlich komplett ohne Ladeanschlüsse liefern soll. Und da sehe ich eben diesen Schritt irgendwie schon einen Schritt näher dran, um die Kunden darauf vorzubereiten, irgendwann ein komplettes iPhone 13 vielleicht haben, das überhaupt keine offenen Anschlüsse mehr hat. An der Stelle würde ich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Ich meine, ich finde es ja cool, weil ich habe auch viele Wireless-Charger hier in der Gegend und es gibt auch sehr viele Autos, die das mittlerweile auch können, aber trotzdem ist es doch irgendwie weird. Kommen wir zum Preis. John Prosser hat durch seine Quellen bereits viel zu den potenziellen Preisen mittlerweile veröffentlicht und wir können tatsächlich sehr viel Wahrheitsgehalt da hinauslesen. Bisher gingen wir von einem Einsteigerpreis von $649 aus. Ich muss dazu nochmal immer dazu sagen, diese Preise sind tatsächlich immer zuzüglich Mehrwertsteuer. In den USA werden die Preise immer etwas günstiger deklariert, weil sie unterschiedliche Staaten mit unterschiedlich hoher Steuer haben. In Kalifornien zahlt man etwas mehr beispielsweise. Aber wir in Europa müssen unbedingt diese Preise anschauen und eine Steuer und auch eine Import- oder Exporttaxe von iPhones hinzurechnen. Bisher gingen wir von einem Preis von $649 plus Steuern und so weiter aus für das Einsteiger iPhone 12, aber
Jetzt kursiert ein Preis herum, der von $549 spricht. Offensichtlich soll es sich um eine Nicht-5G-Version handeln, sprich ein iPhone 12 ohne 5G-Modul, das vielleicht dazu führt, dass eben diese nicht vorhandene 5G-Antenne für einen günstigeren Preis sorgt. Jedoch kann es tatsächlich auch sein, dass wir bei diesem günstigeren, in Anführungsstrichen günstigeren iPhone 12 ohne 5G vielleicht aber doch wieder ein LCD-Display bekommen. Ich hoffe ja nicht, aber wenn man mal beachtet, dass das iPhone 11 mit LCD-Display das meistverkaufte Smartphone weltweit ist, könnte das tatsächlich möglich sein. Zusammengefasst haben wir also tatsächlich neue iPhone 12 Modelle ohne, Achtung, ohne Kopfhörer, ohne Ladekabel und vielleicht ohne 5G-Modul, dafür aber mit einem 120-Hertz-Display, das jetzt wirklich bestätigt wurde. Das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. See ya.